Der Charlie Böhre verfolgt IB schon seit Jahrzehnten sehr eng. Während 30 Jahren hat er die Gelb-Schwarz als Bundredakteur begleitet und ist heute Leiter des IB-Museums und für Traditionspflege im Verein verantwortlich. Auch er freut sich ganz speziell auf das 120-Jahre-Jubiläumsspiel vom nächsten Sonntag. Ich habe mir jetzt vor allem überlegt, dass man eine gute Mannschaft hat und dass man dem Publikum etwas bieten will. Man will es nicht nur auf dem Rasen bieten, sondern auch im Vorfeld. Man hat ja verschiedene Aktionen gestartet zu diesem Jubiläum, 120 Jahre IB, 120 Jahre Geschichte IB. Und die Geschichte wird auf dem Quartierplatz vor dem Match allen zugänglich gemacht mit schönen Aktionen, mit Plakaten. Dann haben wir ja das Jubiläumsplakat für den Match gemacht, wo ein bisschen Nostalgie-Gedanken aufkommt. Man denkt an die guten alten Zeiten von IB. Und ja, IB 120 Jahre, da ist extrem viel Geschichte dahinter. Wenn IB in den nächsten Tagen also das 120-jährige Jubiläum feiert, wird das nicht das erste Mal sein, wo man einen runden IB-Geburtstag festlich begeht. Der Charlie Böhre erinnert sich also einige Jubiläumsfeste. Es hat immer wieder so Jubiläumsanlässe gegeben, oder? Also als Junge ist man natürlich der 60 Jahre IB in wacher Erinnerung. Dann hat IB übrigens Double gewonnen, 1958. Man hat dann noch jedem Spieler eine Uhr geschenkt, also eine Bandüle geschenkt, die ist hier im Museum ausgestellt. Man hat dann eigentlich auch ein extra Logo geschaffen und hat zwei Jubiläumsspiele gehabt. Und dann hat ja IB 1998 das Jubiläum gehabt, 100 Jahre. Dort hat man im Kurs auch ein grosses Fest gemacht. Dann 110 Jahre IB hat man gefeiert mit dem Häberli. Da haben wir das Konzert gehabt, wo der Bruno Launer mit seiner Band aus den Häberlis auftreten ist. Und das war ein Riesenfest im Stade Suisse Wankdorf. Ja, das ist etwa das, was mir in Erinnerung ist, nebst eben dem, was jetzt kommt, was uns lange in Erinnerung bleiben soll.